Ja, moin Leute, heute zu meinem dritten und letzten Teil der iLife-Serie fürs iPad. Und zwar entschuldige mich ich dafür, dass der Part hier ein bisschen später kam. Ich hatte in den letzten Wochen keine Zeit, um ein Video zu machen. Aber jetzt kommt hier das Video. Ja, fangen wir doch gleich mal an, wenn wir dann GarageBand hier gestartet haben. Das Ganze kostet 3,99 €, ist eine Universal-App, also könnt ihr auch auf dem iPod oder auf dem iPhone hernehmen. Ja. Wenn wir dann die App hier starten, haben wir hier unsere Songs. Die können wir hier nach Datum oder nach Namen sortieren. Ich habe jetzt nur einen, deswegen macht es keinen Unterschied. Hier oben können wir die dann löschen. Wenn wir hier auf den Mülleimer gehen, können wir hier den Song löschen. Hier den Song duplizieren, dann haben wir da noch eine Kopie, also eine Sicherheitskopie. Ups, das wollte ich nicht. Ich lösche das Ganze jetzt aber wieder. Und ja, hier können wir das Ganze dann noch exportieren, und zwar zu Facebook, auf YouTube, in die SoundCloud, nach iMovie und wir können den Song auch freigeben mit iTunes oder über Mail. Ja, springen wir doch dann direkt mal hier rein. Hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Ich zeige jetzt aber erstmal, wie das ganze Menü hier aufgebaut ist. Oben links habt ihr, wie gesagt, könnt ihr wieder zurück zu dem Mediapool, wo wir gerade waren. Hier habt ihr die ins also alle Instrumente, womit geliefert werden. Hier können wir dann zum derzeitigen Instrument springen. Hier ist unsere Timeline. Also ich könnte jetzt mal hier in mein Instrument springen. Das wäre jetzt das Drumkit hier. Gehe wieder zurück. Dann haben wir den Anfangsbutton, Play und Record-Button. Hier können wir die Lautstärke einstellen. Hier können wir über Bluetooth eine Jam-Session starten. Also wenn ihr noch ein iPod oder ein iPhone habt oder noch ein iPad oder einen Freund hat, dann könnt ihr hier auch eine Jam-Session machen, also zu zweit dann spielen. Hier könnt ihr dann noch Loops einfügen, aber dazu komme ich später. Hier habt ihr dann auch andere Einstellungsmöglichkeiten, da komme ich dann auch noch gleich zu. Und ja, hier haben wir dann auch noch Einstellungen und hier wieder einen Hilfe-Button, wie immer eigentlich. Ja, hier links haben wir dann unsere Tonspuren, also hier einmal die Hip-Hop Drum Machine, Exoplanet und Classic Studio Kit. Wir können das Ganze auch verkleinern. Dann sehen wir hier uns die ganzen Spuren. Ich kann es jetzt mal abspielen. Ich habe das mal schon ein bisschen vorbereitet. Und ja, da kann man also wirklich schöne Beats damit machen. Ich springe jetzt einfach mal in den Instrumente-Reiter und zeige euch, was es für Instrumente gibt. Also hier gibt es das Keyboard, die Drums, ein Guitar-Amp. Also wenn ihr eine Gitarre habt, könnt ihr die in den Kopfhörereingang anstecken, also hier oben. Dann könnt ihr auch mit der Gitarre spielen. Hier könnt ihr singen. Hier könnt ihr Geräusche machen. Also zum Beispiel, wenn ihr einmal klatscht, dann könnt ihr das aufnehmen und dann auch wieder abspielen. Kann ich mal schnell reingehen. Ja, hier könnt ihr dann eben Start drücken und dann klatschen. Und dann könnt ihr das halt auch loopen. Ja, hier haben wir dann noch Smart Drums. Kann ich auch mal schnell reingehen. Ist halt hier einfach bloß so dann, wo Apple das dann schon vorgibt. Zum Beispiel können wir hier einen Kick machen. So Shakes oder so, wie heißen die Dinger? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr das dann hier leise, komplex, laut, einfach in die Ecke, wo ihr es halt schiebt, könnt ihr es schieben. Ich zeige euch jetzt übrigens nicht alle Musikinstrumente, aber ja, die zeige ich euch mal hier. So, hier könnt ihr das dann auch wieder ausstellen. Hier könnt ihr dann noch die Drummaschine auswählen. Es gibt dann auch eine Classic Drum Machine, House Drum, Classic Studio Kit und bla. Hier könnt ihr dann auch noch zufällig machen. Oder das Ganze wieder zurücksetzen. Ja, sonst haben wir hier oben wieder für fortgeschrittene User können wir dann noch die Spurlautstärke und so einstellen, Master-Effekte hinzufügen, Echo, Hall. Hier dann können wir das Metronom aus- und einstellen, einzählen, den Ton einstellen, Tempo einstellen, die Tonart einstellen, ausblenden und Airplay einstellen. Jetzt gehe ich mal zu Instrumente. Dann haben wir hier noch eine Geige, zeige ich euch aber nicht. Smart Bass ist einfach ja, ein Bass halt. Könnt ihr hier auch Autoplay einstellen, dann spielt es halt alleine. Könnt aber auch Noten einstellen, dann könnt ihr das hier ziehen so. Und ja, hier könnt ihr dann auch wieder das Instrument einstellen. Zum Beispiel können wir jetzt hier auch so eine Pick einstellen. Und ja, hier haben wir das Smart Keyboard. Einfach halt so ein ja, Keyboard ohne Tasten. Hier haben wir dann auch wieder Autoplay. Oder können wir hier auch noch, dass es also sofort anklingt. Also wenn ich jetzt mal hier drauf drücke,
Das klingt halt hier unendlich weiter als zweite. Hier können wir dann auch noch einen Abbreviator einstellen und hier oben wieder die fortgeschrittenen Einstellungsmöglichkeiten. Hier jetzt mal zurück. Wir haben dann noch eine Smart Guitar, wie gesagt, das Keyboard und die Drums, die zeige ich mal. Da spielen wir dann nämlich auch gleich noch was ein. Hier könnt ihr dann auch einstellen, also wie das, also was ihr haben wollt, Live-Rock-Kit. Also da gibt es auch wirklich viele, auch von den anderen Instrumenten her gibt es viele Keyboards und so. Ich nehme jetzt einmal die House Drum Machine. Und hier könnt ihr dann einfach rumdrücken. Wenn ihr mit zwei Fingern drauf bleibt, dann wiederholt sich das Ganze immer. Ja, hier könnt ihr auch noch die Auflösung einstellen. Lo-Fi. Den Low-Cut. High-Cut. Und ja, ich stelle jetzt mal die Auflösung auf ganz runter. Oder hier so mittelmäßig. Und ja, jetzt können wir dann, wie gesagt, hier oben das aufnehmen. Ich kann jetzt auch hier wieder auf Play drücken, dann hören wir den Song nochmal. Ja, wenn wir sagen wollen, wir wollen hier an 4 Sekunden was dazu spielen, dann drücken wir einfach hier auf Record. So, das reicht schon. Können wir auf Play und dann wieder hier in unsere Timeline springen. Jetzt sehen wir auch hier die House Drum Machine. Können wir das Ganze jetzt mal anhören. Und ja, hier, also wir können das Ganze dann auch noch hier wieder löschen, wenn wir da doppelt drauf drücken. Haben wir dann auch ausschneiden, kopieren, löschen, Loop, also dass es dann sich immer wiederholt. Hier sehen wir dann. Können das Ganze dann auch teilen oder bearbeiten. Also hier dann noch einzeln diese Trommeln oder so einfügen. Mache ich jetzt aber mal nicht. Und ja, hier können wir dann noch also einstellen, dass wir nur zum Beispiel nur das haben hören wollen. Oder das. Oder wir können das Ganze auch hier stumm schalten, also dass wir nur die unteren zwei hören wollen. Wir können das Ganze hier auch wieder rufen und ja, hier unten auf dem Plus können wir, wie gesagt, dann wieder neue Instrumente hinzufügen. Und ja, jetzt komme ich mal hier zu den Loops. Und zwar liefert Apple da schon so ein paar Sounds mit. Und zwar können wir hier oben die Loops durchsuchen. Hier haben wir also alle Loops. Das sind 270. Können wir alle anhören. Kann mal eins anmachen. Können wir uns dann hier auch nach Instrument sortieren lassen, also hier nach Trommeln, Shakes, Schlagzeug, nach Genre sortieren lassen oder nach den Beschreibungen sortieren lassen. Hier können wir dann noch eigene Audiodateien hinzufügen, als MP3 oder so können wir dann einfach hinzufügen und ja, hier haben wir dann wieder die Regler, also Spurlautstärke, Spurpanorama, Ton aus, Ton an, Solo, hier wieder die ganzen Einstellungen und hier, wie gesagt, den Hilfe-Button. Ja, das war jetzt mein Review zu GarageBand. War ein bisschen kurz, aber ich denke mal, ich habe euch gezeigt, was ich hier zeigen kann. Und ja, das Ganze kostet wie gesagt 3,99 Euro. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.